Sie sind ein Herz und eine Seele. Seit Pietro Lombardi, 27, Papa ist, dreht sich beinahe alles in seinem Leben um seinen kleinen Sohn Alessio, 4. Im Netz teilt der Sänger öfters Kurzclips mit seinem größten Schatz und betont immer wieder, wie wichtig ihm sein Sohnemann ist. Nun gibt es für Pai erneut einen Grund, stolz auf ihn zu sein, Alessios erstes geschriebenes Wort. Ist das etwa Pietros Vorlage für ein neues Tattoo? Auf seinem Instagram-Account teilte der 27-Jährige vor wenigen Tagen ein Foto von einem Blatt Papier mit dem Wort Papa darauf von dem 4-Jährigen höchstpersönlich. Papa ist so stolz, betitelte der Phänomenalinterpret seinen Beitrag. Ein Fan hat dem Ex-Mann von Sara Lombardi, 27, daraufhin vorgeschlagen, erstes Papa, lass es dir tätowieren. Pietro ließ das natürlich nicht unkommentiert und versicherte dem Supporter, mit Sicherheit. Das wäre auf jeden Fall nicht das erste Mal, dass er seinem Spross etwas ganz Besonderes widmet. Sein kürzlich erschienener Song Kämpferherz handelt von Alessios schwerer Geburt. Den habe ich für meinen Sohn geschrieben. Ich habe lange nichts erzählt zu diesem Thema, die Geschichte, die Sara und ich eben erlebt haben. Dieser Herzfehler, diese schwere Zeit, offenbarte Pai in einem Interview mit Guten Morgen Deutschland.